Jo, meine Verrückten, und herzlich willkommen hier zur 7. Folge Minecraft Titan 2 zusammen mit dem MineJustLP. Hallo. Hallöchen. Und wir gehen in 3, 2, 1 jetzt auf den Server. So. Fail to log in. Nice. Wie fail to log in? Ich komme nicht drauf. Ich bin am Spawn. Ich muss. Wieso Titan bin ich am starten. Spawn? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn jetzt los? Ich bin am Spawn beim Nether. Ja, ich muss erstmal Titan neu starten, weil nichts geht. Ja, nice, Alter. Scheiße. Jetzt bin ich aber schon auf dem Server. Jetzt kann ich ja nicht leften mehr. Wieso bin ich beim Spawn? Ja, weiß ich auch nicht. Vorhin, wir waren in der Höhle. Wir waren an Main, ey. Wir mussten weitermachen. Scheiße, ich bin einfach echt am... Bist du jetzt da? Ich komme immer noch nicht drauf. Was steht denn bei dir? Fail to log in, invalid session. Try restart your game, habe ich gemacht. Ganz, also ganz aus. Hast du auch den Titan Launcher ausgemacht? Ich mach's jetzt. Puh. Oh Mann. Aber wieso bin ich denn hier? Ach. Ja, das ist echt scheiße. Warum? Hä? Wieso bin ich am Spawn, Alter? Warum? Was? Das regt mich gerade echt so ein bisschen auf, dass. Du jetzt am Spawn bist. Warum bin Weil ich am Spawn? Ich werde wahrscheinlich auch am Spawn sein. Also gehe ich von aus, dass das ganze Team halt da ist. Hä, aber wenn warum? Ich wäre noch beschissener. Warte, ich noch mal, da ist wär die und du Border nicht. Geschrumpft? Weil Weiß wir haben nicht. Uns ja ziemlich dicht an der Border aufgehalten, ne? Echt? Weiß es nicht. Ja, also wir waren nicht sehr weit weg davon. Scheiße, Alter. Das wäre jetzt richtig kacke. Also das Problem ist, dass ich jetzt hier nur rumhänge. Ich komm drauf. Ja, du bist auch am Spawn. Ja. Nice. Ja. Anscheinend. So. Für mich jetzt einmal, ich bin gerade nicht auf den Server gekommen. Ich musste erstmal alles komplett neu starten für meine Zuschauer. Und wir sind aus irgendeinem Grund auf dem Spawn. Wir gehen davon aus, dass die Border sich verkleinert hat, da so viele Leute gestorben sind. Ja, hätte ich jetzt gedacht, dass die sich verkleinert hat. Aber ja, das Problem sonst könnte ist, ich mir nicht erklären, warum wir am Spawn sind. Das wäre ja dämlich. Wie kommt... Ach, warte, wir dürfen nicht runterspringen. Dürfen ins Wasser springen. Schaffen wir das? Ja. Ich kann hier gerade runter und dann bin ich im Wasser. So, zack, okay. Hier sind aber wir doch auch runtergesprungen das letzte Mal, oder? Kann das sein? Sind jetzt wir hier müssen, auf dieser Seite? Ah. Jetzt müssen Mann, wir unsere suchen. Höhle, die war voll gut, ey. Da hatten wir in der letzten Folge so viel Glück. Ah, scheiße, Alter. Dann... Ja, ist jetzt die Frage, ob wir uns jetzt irgendwie einfach hier wieder runterbauen, ganz schnell. Ne, hier würde ich nicht sagen, ich würde sagen, ein bisschen weiter weg. Ja, und dann bauen wir uns komplett wieder runter, habe ich gehört, weil, also, das sehe ich jetzt überhaupt nicht ein hier. Was sind das? Mega Scheiße. Kacke, ja, Alter. So. Ach nein, ey, verdammte Kacke, ey. Vor allem, wenn das nicht die Border ist, dann wäre es echt, also, dann würde mich das echt aufregen, wenn wir aus irgendeinem Fehler oder so. Und was ist da unten? Wollen wir da rein? Ne, da waren 100 Pro schon welche, das ist so nah am Spawn. Ist auch übertrieben offensichtlich einfach. Ja. So. Ich weiß es ja nicht, aber wir waren ja doch, ja klar, doch wir waren unten super nah an der Border. Das ich kann sein, dass sie sich verkleinert hat. Also da würde ich jetzt mal von ausgehen, weil einen anderen Grund, dass wir im Spawn rumfliegen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber wir können ja gleich mal in der Skype-Konfi fragen irgendwie, ob das halt an der Border liegt. Ob sich die Border verkleinert hat oder so. Ja. Ja. So. Weil dann können wir ja nicht, wir können ja nicht außerhalb der Border spawnen, also müssten wir dann ja irgendwo hintippiert werden. Und dann wäre es halt das Logischste so zum Spawnen, ne? Aber wir sind, wir haben noch 3 Leben, ne? Ja, haben wir noch. Ja. Ich bin... Wo bist du? Warte, andere Seite, andersrum hier. Da. Ja, ich würde gerade auf den Baum gehen, um zu gucken, ob ich dich sehe. So. Okay, hier geht's runter. Lass mal hier einfach reingehen. Oder, naja, auch nicht. Aber komm, lass jetzt einfach hier runterbauen, habe ich gehört. Weil das nervt ein bisschen irgendwie. So, ich mache jetzt die Cords nochmal wieder an. Damit ich sehe, auf welcher Höhe wir sind. So, wieder aus. Okay. Ich hoffe, ich vergesse das. Ich hoffe, ich denke dran, das rauszuschneiden. Ja, und sonst, ne. Ich habe hinter uns immer ein bisschen zugemacht, ne? Ich glaube, wir werden eh nicht gesniped. Ja, glaube ich auch nicht. Also von daher ist es, glaube ich, scheißegal, ob man das jetzt da reinballert oder nicht, weil wir sind so, also wir sind ja so, hier, wie heißt es, eigentlich relativ gut,
am Vorproduzieren, so nennt man das. Sodass ich glaube, dass wir nicht gesniped werden. Ja. Und selbst wenn, YOLO, ey. So. Soll ich mir noch ein bisschen Eisen mit? Zack, 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 zack. Zack. Oh Gott. Nee. Warte. Ich hab's gleich. Ah. Ich hoffe, wir sind gleich wieder unten, ey. Wir verschwenden. Ah, das ist so eine Zeitverschwendung. Das regt mich schon wieder auf. Ja, ich meine. Ich nehme jetzt schon wieder fast 4 Minuten auf. Wie lange nimmst du auf? 5 Minuten 50. Also so lang war das bei dir gar nicht. Kannst du mal, ja, warte mal, ich mach mal Ahnung, eine Minute Slash oder anderthalb Time. Ich hab noch 9. Ja, ich hab noch 9 Minuten 23. Ja, ich hab 11,5. Ja, okay. Also bei mir ist die Folge ein bisschen kürzer, bei Justin ein bisschen länger, beziehungsweise ist gleich lang, aber halt. Ja, gleich lang, fängt aber ich anders an. Ja, genau. Du bist am Anfang alleine auf dem Server, ich bin am Ende alleine auf dem Server. Ja, weil das Problem leider war. Oh, guck mal. Wir haben eine Höhle gefunden. Nice. Das ist nice. Und Mr. Lava Lava haben wir auch wieder gefunden. Ich hab die Fackel. So, ich würde jetzt sagen, wir fangen hier jetzt einfach mal wieder live an zu Stripmine. So, und zwar einfach. Ich hab die jetzt gefunden. Nice. Sehr gut. Hier, gleich bei der Lava. Oh, hab ich gar nicht gesehen gerade. So, warte, ich lass den Wasser immer da nicht, dass da drunter Lava ist. Oh Gott, ich fließe in die Lava rein, Scheiße. Ach, sind da noch mehr Dias? So. Nee, ich wollte nur. Ich kann die gar nicht aufnehmen, Moment. Ich auch nicht, jetzt. Oh shit, jetzt habe ich gerade rausgeschmissen wieder. Achso, du hast auch einen. Okay. Ich wollte die in den. Ja, dann gebe ich dir mal die hier. Ich schmeiß den Safe Inventory einfach direkt. Ich habe jetzt 9 Divas. Ja. Full Divas. So, okay. Ich fange jetzt einfach hier mal ein bisschen in die weiter Lapis an. Ah, wobei Lapis baue ich für Level ab. Okay. Du, haben wir genug Lapis zu verzaubern, aber für Level lohnt sich das. Ich glaube ja. Genau, du wirst tun. Und ich bin gerade am Überlegen, ob halt einer Stripmine soll. Also, ob du Stripmine zum Beispiel und ich mir schon mal eine Dia-Spitzhacke baue und Obsidian und so farme. Na, weiß ich nicht. Aber eigentlich könntest du dir eine Dia-Spitzhacke machen, weil dann können wir schneller bauen hier. Also, dann kannst du schneller abbauen. Also, ich muss halt auch, dann können wir schon mal Obsidian farmen, weil das brauchen wir definitiv. Erstens für Verzauberungstisch und zweitens für Rüstung. Ja. Kannst du machen. Dann mach ich mir mal eben eine. So, aber, ach, das ist doch blöd, ey. Wieso wurden wir denn jetzt hier wegtippet, ey? Was wollte ich? Ach, genau. Hä, ich drück. Hä, wieso gibt's das? Ja. So. Ja, zack. Mein Gott. Mein Inventar, ne? Ja, mein Inventar ist auch so voll. Weg damit. Ich mach jetzt erstmal ein bisschen Licht für die View. 16 Diamanten und 24 Titan Crystals habe ich. Okay, nice. So, ich baue mich hier mal jetzt wieder rein. Jetzt noch 13 Diamanten. Oh, ich hoffe, wir finden noch mehr Dias. Ich will unbedingt jetzt Dias haben. Dia Wayne, Alter. Ja. Dia ist halt auch einfach wichtiger als Titan, weil selbst wenn wir Titan haben, brauchen wir halt Dias und Obsidian, um uns die Rüstung zu bauen. Und Dia, sonst können wir uns halt eine Dia-Rüstung bauen, die bringt auch schon mal mehr. Ja, ich bin auch schon Level 22 einfach. Alles klar. Ich bin 23. Nice, ey. So. So, erstmal Licht machen hier. Zack. Dann hau ich da mal Wasser hin. Und dann baue ich mal Obsidian ab. Immer wieder Fackeln setzen, nicht lang Fackeln, Kopf in Nackeln, ne? Genau. Ach, irgendwie dauert mir das hier alles ein bisschen zu lang. Alter, ich baue Obsidian ab, ja. Ja, das dauert ja noch länger, voll scheiße, ja. Aber... Wir könnten doch schon dann einen Enchanting-Tisch machen normalerweise, dann können wir unsere Spitzhacken verzaubern. Ja, ein Buch brauchen wir halt noch. Also, ja, Leder, ich weiß nicht, hast du noch Leder? Hab ich. Oder? Ach nee, warte mal, nein, ich habe auch keins. Mist. Weil Zuckerrohr hattest du ja mitgenommen, aber Leder haben wir nicht mehr. Kacke. Das nervt. Früher brauchte man ja auch gar keinen Zucker, ja, gar kein Leder. Ja, das war auch um einiges besser. Das ging schneller. Ja, es ist halt auch einfach nervig, dass du halt immer so viel Kühe töten musst. Das heißt, du darfst erstmal, wenn du wirklich so eine
so eine, ja, Bücherei, so eine Art Bücherei bauen willst, um auf Level 30 zu verzaubern zum Beispiel, da darfst du erstmal so viele Kühe vermehren und immer töten. Ja, es dauert auf jeden Fall ein bisschen, bis man das zusammen hat. Und das ist sechs Obsidian. Wie viel brauchen wir nochmal? Ich glaube 3 nur. 3? Achso, ja, aber ich meine jetzt für die Rüstung halt auch noch, ne? Also da brauchen wir dann um einen. Ach mehr. Ja, brauchen wir ein bisschen mehr. Also kannst du ruhig farmen ohne Ende jetzt erstmal. Ja, ich glaube, ich baue hier einfach so alles ab, was hier ist. Und es hatte mir jemand in die Kommentare geschrieben: Da waren Dias, da waren Dias, da waren Dias. Bei irgendeiner Minute, irgendwo um nirgendwo, da wo wir vorher waren. Und ich dachte mir so, Alter, du bist jetzt nicht an Dias vorbeigelaufen. Ich habe auch noch nicht, ich konnte noch nicht gucken. Ich habe das nur vorhin so durch Zufall auf dem Handy gelesen. Ich konnte jetzt noch nicht gucken, ob da wirklich Dias waren und ob ich da wirklich dran vorbeigelaufen bin. Oder ob das halt einfach nur so ein Troll gewesen wäre. Aber es wäre einfach, es wäre nicht mehr normal witzig gewesen, ey. Nee, es wäre ein bisschen sehr doof, weil unsere Ausrüstung ist jetzt für Folge 7 nicht so geil. Nee, und vor allem, dass wir das Glück haben, lol, an den Spawn teleportiert zu werden. Nice einfach. Ja, nice. Nee, aber die Sache ist ja, wir hätten aber auch Pech haben können, dass wir, also vor ungefähr einer halben Stunde waren hier noch ein paar mehr Leute drauf. Wir wollten eigentlich schon länger aufnehmen, aber ich musste noch etwas machen und deswegen ging das noch nicht so. Und da waren noch mehr Leute drauf. Also wir hätten Pech haben können, dass wir da noch Leute treffen, weißt du, so. Ja, halt, da waren noch vorhin also, einfach mal so 8 Leute auf dem Server. Genau. Also deswegen die Gefahr war nicht so niedrig da. Haben wir jetzt eigentlich, denke ich, ja, so ein bisschen Glück, ja, dass jetzt keiner da gewesen ist, weil sonst, ey, das wäre bestimmt mega scheiße gewesen. Weißt du, was scheiße wäre, wenn in der Höhle einfach schon jemand gewesen wäre? Du so vom Server fliegst und genau dann einer joint. Ja. Ich chill dann erstmal so 1,5 Minuten alleine auf dem Server. Ja, hoffen wir einfach. Ich hab Titan gefunden. Nice, Alter. Okay. Ja, ich hab noch Tea-Time, 3 Minuten 10. Nice. Ja, ich hab grad die Nachricht bekommen, du wirst in 5 Minuten gekickt. Oh Gott, das ist voll chaotisch, ey. Oh, scheiße, ey. So. Es ist echt chaotisch, aber das ist irgendwie so bäh. Das verstehe ich ja, also das verstehe ich echt nicht so ganz, wie das irgendwie zustande kommt. Also, ich denke mal, ich gehe sehr stark davon aus, dass wir wahrscheinlich wirklich am Ende der Border waren, als wir uns ausgelockt haben und dass die Border geschrumpft wurde. Denke ich auch einfach mal. Und dass wir deswegen halt leider ein bisschen Pech haben, dass wir halt hier gelandet sind, wo wir gelandet sind, ne? Ja. Kann man sagen, wie man möchte, aber ist halt ein bisschen doof. Weil vor allem durch das Dirtmine haben wir auch immer noch so ein paar Höhlen offengelegt und so. Also wäre das gar nicht so schlecht gewesen. Obwohl, ich hab hier gerade auch noch ein paar Höhlen offengelegt. Also so ist nicht. Ich bin hier auch gerade nicht mehr am Dirtmine, sondern laufe hier. Eigentlich tief genug, oder? Ja, sind wir. Okay. Ich hatte geguckt. Ja, wobei das Dirtmine ja nicht schlecht war. Also zumindest bei mir. Ich habe ja echt viel gefunden. Nein, oh Gott, ich bin in Lava reingefallen. Oh, zum Glück ein Wassereimer. Oh, gut, ey. Ah, zum Glück nichts passiert. Boah, Gott, bin ich dumm, ey. Da ist noch mehr Lava. Fick dich, Alter. Nix. Ja, da leider war unter dem Gold ein bisschen Lava. Da habe ich jetzt, hätte man mit rechnen können, ich natürlich nicht. Ja, deswegen habe ich ja zum Beispiel auch bei den Dias und beim Obsidian so Wasser daneben geplantet. Oh, hier ist noch mehr. Ach Gott, wir können uns so fett viele Goldäpfel machen. Das ist, glaube ich, im Kampf richtig gut. Wenn wir so viele Äpfel hätten, wir haben 9. Also ich habe 9 und ich weiß nicht, wie viel du hast. Oh, ich habe einfach 48 Gold schon mal erstmal. Also, ne, und ich glaube, ja, das Gold ist ja nicht das Problem, die Äpfel sind das Problem. Ja, das farmen wir auch noch zusammen, das schaffen wir. Jo, wir schaffen das. Ja, die sind auch nicht, ich meine, 9 Äpfel reichen ja auch fürs Erste aus. Und dann, also erstmal müssen wir uns jetzt komplett so mit Rüstung und alles, darum müssen wir uns kümmern. Äpfel haben wir erstmal genug. Ja. Die paar. Oh, ich werde in einer Minute gekickt. Scheiße. Irgendwie habe ich noch nichts erreicht. Dias! Die war's. Oh, nice. Alter, die habe ich gar nicht gesehen, ne? Alter, ich wäre fast schon wieder dran vorbeigerannt. Weißt du, das richtig nice wäre, so auf der Dias-Spitzhacke Glück 3 oder so. Oh, ne. Ey, da will ich, weiß ich nicht, da will ich ausrasten, ne? Ich habe einfach 5 Dias gefunden. Mittlerweile kannst du ja echt sogar im Enchanted Tale sehen, was für eine Verzauberung du bekommst, ne? Das ja, ist ja, aber das ist gut halt daran, aber. Aber ich glaube nicht, also wenn du. Ja, ich weiß nicht, ob du Luck siehst, also Glück hier, Lucky, Lucky, Luck, Luck, ey, Lucky Luke.
Ja gut, aber die Anzeigen sind ja auch manchmal falsch. Manchmal steht da irgendwas, was dann was anderes, so. Wo dann was anderes rauskommt. Okay. So, das habe ich, ich habe das Ganze ein bisschen abgebaut. Ich werde in 30 Sekunden gekickt. Oh, scheiße, den Kack noch schnell in Safe Inventory. Ja, hä, wieso? Guck, dass ich noch zu dir komme. Hä, du, ich werd doch bin schon wieder in Lava gefallen, wie kann man so dumm sein, Alter? Wie kann man... Also wirklich. Du rennst hin und rennst einfach mal rückwärts. Einfach Dummheit nicht. Tut weh. Also ich würde schon mal sagen, für meine Folge, das war's jetzt hier bei Justin. Seht ihr noch ein paar Minuten mehr und bis dahin, tschüss. Tschüss.